Ist es? Sieht aus wie ein Golf, ne? Golfschlüssel. Ernsthaft? Eine Sekunde, eine Sekunde. Muss er schließen hier. Mann. Ist er wirklich ein Golf? Nein. Ist ein Golf. Ja? Mhm. Boah, geil. Ist das so ein Elektro oder was? Nee. Boah, sieht der gut aus. GTI. Golf 8. Krass. Die Felgen wirken so ein bisschen wie ein Elektro. Führerschein brauche ich nicht, ne? Nö. Hab ich eh keinen. Ist nicht mehr so schön draußen? Nee. Nee, ich mag Gänsehaut. Oh ja. Das ist hässlich. Ich finde es nicht. Weißt nicht so du, ganz. Weißt also, du, was ich dachte? Das sieht aus wie ein Polo GT, weil er so klein ist. Ja, das stimmt. Also der wirkt sehr, sehr, sehr klein. Optisch. Aber ich finde ihn gar nicht so schlecht. Ne? Die Felgen finde ich so ein bisschen Elektro. Problem ist bei einem Golf oder bei einem Golf ist, dass VW die Dinger so billig raushaut, ja, dass der Wertverlust von den Autos nach 3 Jahren so sinkt wie bei kaum einem anderen Wagen. Ja, okay. Das ist wirklich so. Ich meine, letztens war eine Aktion, 199 oder 200 Euro hat er gekostet. Mhm. Im Monat. Ich meine, ja, und das ist doof natürlich. Ne? Für die Leute, die sich einen kaufen und nicht leasen. Woher hast du das Auto überhaupt? Den habe ich vom Kollegen bekommen und sagte, nimm den mal mit. Ja? Mhm. Sehr schön. Das ist schön, finde ich. So, ganz schön gemacht. Dass das jetzt mittig ist und nicht mehr genau an der Seite. Ich finde es cool, ja. Rückleuchten finde ich schön. Ja. Dachspoiler finde ich schön. Mhm. Oh, da leuchtet aber gar nichts. Ich habe jetzt was erwartet. Irgendwas, was leuchtet. Ne? Mach mal an. Habe ich auch gesehen. Das sieht aber cool aus. Nur ich weiß nicht, ob das nur ein Aufkleber ist. Ne? Ja. Weil wenn das nur Aufkleber ist, ist schnell ab. Ah, das sieht aber gut aus. Der ist aber gut aus. Echt cool. Ne? Also wirklich, darf ich mal reinsetzen. Tschack. Fett. Respekt. Auch hier sehr schön. Dass keine Knöpfe sind, sondern alles quasi wie als eine Guss ist. Finde ich sehr schön. Logo schön. Geil. Mhm. Komm, steig ein. Mach mal an, ich will mal vorne mit dem Scheinwerfer. Lenkrad Heizung eingeschaltet. Schön, stand geil auf dem Display. Also ich finde den Golf sehr schick. Mhm. Ja. Was ist das? Das ist nicht schön. Wie schaltet man hier so? So oder was? Hm? So. Nein, das ist nicht schön. Starten. Willkommen starten. Was startet er hier? Das ist ja cool. Da sind keine Knöpfe, das ist so Dings hier. Find ich, oh, das finde ich schlecht. Also ich muss eins sagen, der Golf 7 GTD, den wir hatten, als Firmenwagen, fuhr sich echt super. Bin ich gespannt, wie der abgeht. Also er sagte zu mir, geht nicht so gut. Ich find, wer? So ja, gut. Ne? Mein Kollege fährt normalerweise Ferrari und Co. Ja. Deswegen ist das natürlich. Geht so, ne?
Kann man die Farbe wechseln? Oh, was war das denn? Hast du gesehen? Ja. Ah, okay. Guck mal, das an. Ja, das hört man. Ja, cool. Ich bin hier hingefahren mit unter 7 Liter. Ernsthaft? Ja. Aber bist du mal rückwärts gefahren? Fast. Was soll denn? Schläft im Auto immer. Meinst du, ist das interessant für uns? Ja. Ja. Ich finde, das ist was Cooles. Achtung, ich bremse. Schön. Der Sound ist doch geil. Meinst du, ist das Lautsprecher oder kommt da von einem Auspuff? Sehr flott. Und ich finde es schön, dass er so reagiert. Und auch dieses Dekorleisten finde ich sehr schön. Also besser als irgendwelche Silber oder was weiß ich was. Die haben auch so einen coolen Muster, finde ich. Ja. So ein Waben-Look. Ne? Mhm. Ich finde die Spiegel klein. Ich meine, für mich okay. Nur für so ein neues, modernes Auto sind die klein. Die meisten Neuwagen, achte mal drauf, die haben viel größere Spiegel. Ich finde den cool. Oder was sagst du denn? Ich finde den sehr gut. Sehr gut. Mach mal auf Komfort. Warte. Ja, ganz anders. Ey, ohne Scheiß. Aber richtig krasser Unterschied, ne? Schönes Lenkrad, fühlt sich gut an. Die Mittelkonsole ist nicht schlecht, nur was mir hier nicht gefällt, ist einmal diese Abdeckung hier. Das da. Und hier der Schaltknopf. Das ist ja kein Schaltknopf. Da hätten die lieber wie bei Hyundai machen können, so Knöpfe, weißt du? Stell dir vor, im Winter wird es kalt, dort wird das Ding noch kleiner. Dort verschwindet er rein. Nein, das finde ich auch schön. So ein bisschen wie TT. TT hat das, ne? TT hat das auch, ja. Ja. Sehr schön. Mhm. Hier, Getränkehalter, sehr wichtig. Also mir zumindest Leistungsdaten können wir vielleicht einblenden hier. Oh, das ist 23.10.2020. 180 kW. Ich glaube, das reicht. Hm? So einen kleinen Stadtflitzer. Der Blinker ist aber laut. Ja. So ein bisschen grell, finde ich den. Ich finde das echt cool, dass er kein Leder hat, ne? Dass der wirklich die Staubsitze hat. Hm. Ich finde das sehr, sehr cool. Und vor allen Dingen haben die auch dieses Muster, ne? Typisch GTI. Ja, genau. Ja, wohin, Kollege? Siehst du nicht, ich habe einen Yeti. Yeti. Ja, Yeti. Jo, Sascha, weißt du was? Wir machen für den Golf Yeti auch ein Lippenbody-Kit. Ach cool. Also nicht die ganze Stoßstange, aber so Frontspoiler, so ein paar Seitenschweller, Heckdiffusor, so ein Mini-Lippchen auf dem Dachspoiler. Ja, können wir vielleicht in Carbon machen oder in ABS. Ja. Ja, können wir. Habt ihr das Auto gesehen? Nee. Was war das? Ein Kunde Cabana. Oh, ich liebe diese Strecke. Guck mal geradeaus. Guck mal. Wenn hier frei ist, ne? Ist Polen offen. Ja, ist schön zu fahren, ne? Ja, ich fahre normalerweise diese Strecke hier mit dem Motorrad. Oder mit Autos, die wir testen. Aber hier liegen ganz viele Blätter. Hier kann man ganz schnell ausrutschen. Na?
Tunnel vor uns. Nein! Das bedeutet nie was Gutes. Aber da wir einen JTI haben, können wir auch überholen. Mhm. Ne? Halt, ich weiß, ich überhole rechts, nicht links. Nein, ich weiß. Auto super, wirklich. Und der kostet 40.000 Euro. Ne? Nicht wenig, gar keine Frage. Das ist schon ein Batzen Geld. Aber man könnte auch so ein Auto leasen für 200 Euro im Monat. Ist das natürlich jetzt nicht das Vermögen, was man ausgeben muss. Ne? Also mittlerweile kann man nur die Autos leasen. Ja? Problem ist bei uns, wir brauchen die Autos nicht so lange. Wir brauchen nur für eine Entwicklung und dann tschack, nächstes. Also wirklich ein sehr, sehr einfaches Auto. Hier setzt man sich rein. Jetzt außer natürlich, dass man ein paar Funktionen hier ein bisschen suchen muss, weil das ein modernes Auto ist. Ja? Weil das jetzt natürlich alles computergesteuert ist. Muss man so ein bisschen was suchen, aber man findet sich eigentlich sehr schnell zurecht, finde ich. Ne? Ja. Wieso haben die das so gemacht, so schräg? Nach oben. Klar, damit das hier einen Überfluss hat, aber irgendwie passt hier nicht. Designtechnik. Und hier, dann ist die Kante hier oben. Das geht aber schräg, das ist aber, kann man sehen, das passt gar nicht hier. Ja, und das hat es nicht irgendwie. Ja. Warum auch immer. Hm. Oh, hier siehst du ein sehr, sehr gutes Beispiel. Mach hier, siehst du die Kante, die ja. läuft? Die geht hier in der Motorenbrett weiter. Und das vermisse ich hier oben auch. Ehrlich jetzt? Ist laut, ne? Voll innen. Ja. Ich habe das Gefühl, die ist hier unten irgendwo eingebaut. Junge! Da habt ihr einen rausgehauen, aber ich glaube, musst du laut sein. Weil wenn du mit dem JTI durch die Gegend fährst, ja, kannst du auf die Mädels hupen. Oder auf der Autobahn, wenn jemand linke Spur blockiert. So, meine Damen und Herren. Tschack. Das finde ich schön, ne? Mhm. Guck mal, sieht echt schön aus. Ist das eine Tasche? Hm? Ja. Ja. So, hier. Also Handy rein tun. Voll Schlüssel. Cool. Voll geil. Schlüssel, Dings hier. Sehr schön. Platz ist genug. Hör mal. Leise, ne? Ja, hör mal zu. So schönen, dumpfen Sound. Hier machen wir so eine kleine Lippe. Ne? Ein Heckdiffusor, Schwöller. Schwöller den weg und dann was Neues dran? Ja, klar. Der gefällt mir nicht. Der gefällt mir nicht. Und zwar, das gefällt mir nicht hier. Dass sie so runter geht. Ja. Aber ich weiß nicht was. Komm mal ein bisschen weiter weg vom Auto. Vielleicht erkennen wir mehr. Die Felgen hast du gesagt? Nee, die Felgen, erstens zeigen die in verkehrte Richtung. Weil normalerweise muss ich die Felge nicht so rumdrehen. Ja, die ist aber verkehrt rum. Aber weißt du, was ich glaube? Auf der anderen Seite. Ist sie auch falsch. Nee, ist richtig. Ah, schon wieder. Ja, das ist schon wieder. VW hier. VW hat hier gespart. Ja, die haben hier, oh, guck mal, wer da ist. Guck hier, mein Schatzi. Die haben nur zwei Werkzeuge für vier Felgen. Ja, und das ist Sparen. Dafür gibt es das Auto natürlich etwas günstiger. Hoffentlich. Ne, bei der Kalkulation haben die das berücksichtigt. Also ich würde hier ein paar Schweller machen. Guck mal hier. Das ist nicht schön, so rau, ne? Und der Schweller geht nur bis hier. Du musst bis hier. Ja, nicht bis da. Das ist sogar hier, die Kante füllst du noch. Wenn der Schweller bis etwas, sagen wir so 3 mm höher macht, hat man alles, quasi die ganze, in Anführungsstrichen, hässliche Kante, die so rau ist, überdeckt. Ja, wenn das bis hier wäre. Dann machen wir schon Diffusor. Spoiler. Ja, der fehlt auf jeden Fall, oder? Hä? Der fehlt auf jeden Fall. Der sieht hinten, Bravo. Da fehlt was, ja. Ist schöner, in der Entwicklung schöner Diffusor. Ja, schlechter nicht. Ja, eine schöne Frontspoilerlippe. Oh, oh. Da ist nichts drauf. Da hätte ich jetzt erwartet, dass da ja. was steht. Also hier muss normalerweise JTI stehen. Ist ja gar kein JTI, du. Das ist bestimmt ein Elektromotor. Was ist das? Gummi.
Ja, okay, das ist. Ja, okay, das ist. Das ist. Das ist, wir machen zu. Aber ich glaube, das sollten wir in Carbon machen. Machen wir lieber zu. Ich habe gedacht, wie so. Aber laut. Ich habe gedacht, wie bei so einem RS4 machst du auf oder RS6 oder RS Q8 machst du auf und hast du so einen fetten Streifen RS bla bla bla. Ja, hier hätte ich das natürlich auch gemacht und vermisse da die rote Schrift GTI. Ja. Ne? So, jetzt gehen wir an den Computer. Machst du ein paar Bilder von dem Auto vielleicht? Mach ich. Machst du und dann machen wir am Rechner weiter.